Alderaan hat die Vernichtung gewählt. Sie haben Rebellion und Anarchie entfacht. Und den Preis dafür bezahlt. Die Überlebenden verbreiten weiterhin Unruhe. Findet sie. Ruht nicht, bis die Zerstörung Alderaans abgeschlossen ist. Lord Vaders Befehle sind eindeutig. Sind sie? Ja, die Überreste Alderaans auslöschen. Wie? Die Überlebenden sind doch untergetaucht. Angeblich befindet sich ein alderanischer Konvoi auf dem Weg nach Foster Haven. Sie locken sie raus und geben ihnen den Rest. Ist das verständlich, Captain? Natürlich, Commodore Sloan. Wegtreten. Captain Jace. Alles bereit, Lieutenant Carroll? Die Staffel ist unterwegs. Sie brennen darauf, Lord Vaders Befehle zu befolgen. Und Sie? Sie wollen Flüchtlinge töten, deren Welt wir zerstört haben. Während des Iskallon-Aufstands brachten Sie mir bei, Propaganda zu ignorieren. Es sind Verräter und keine Flüchtlinge, und so werden wir sie auch behandeln. Die übliche Sigma-9-Konfiguration wurde vorbereitet. Nur Standard-Teils heute. Fliegen nach alter Schule, Sir? Vielleicht wird es ja doch noch eine Herausforderung. Sie hören mich, Teresa. Aber verstanden haben Sie nicht. Bald wissen wir Bescheid. Ich führe. Und niemand feuert ohne meinen Befehl. Wenn der Konvoi da draußen ist, wollen wir sie nicht verschrecken. Machen wir es richtig. Ihnen zeigen wir, wie es geht. Startvorbereitung. Pilot, starte deine Cockpit-Systeme. Natürlich. Systeme sind bereit. Checks abgeschlossen. Legen wir einen sauberen Start. Folgt meinem Jäger. Sensor läuft und online. Und nun Schub einleiten und den Hangar verlassen. Zurück von Alastair. Genug Unterstützung, um uns mit diesem Konvoi der Sympathisanten zu befassen. Helix-Staffel, wir präparieren den Gosanti-Transport. Bereit halten. Verstanden, Vigilance. Alle mir nach. Wir führen einen schnellen Flottenüberflug durch, um die Flugsteuerung zu kalibrieren. In Ordnung. Thank you.
zusammenstößt. Von innen vergisst man schnell, wie groß unsere Sternenzerstörer wirklich sind. Vorsicht, die Schilde können uns nichts anhaben. Doch so nah am Schiffsrumpf sollten wir gut aufpassen. Sie haben recht, Sir. Es ist toll, wieder wie früher zu fliegen. Es gibt etwas sehr Offensichtliches an einem TIE-Jäger. Unsere Feinde wissen, was ihnen blüht. Testet wohl jemand Kampfformation? Besser hier als später auf dem Schlachtfeld. Abstand halten, Helix. Die Triebwerke sind heiß genug, um einen Teil zu verdampfen. Ich kannte einige Draufgänger, die das auf die harte Tour erfahren haben. Manche testen im Teil ihre Grenzen aus, doch manchmal sind es die Grenzen, die einen testen. Die Flotte ist in gutem Zustand. Die Vigilance berichtet, dass unser Gosanti-Transport bereit ist. Helix-Staffel, begebt euch zum Gosanti und dockt für den Hyperraumsprung an. Kein Problem. Stoppe unter dem Gosanti, damit die Verriegelungen schließen. Staffel angedockt und bereit für Hyperraumsprung. Helix, wir haben Unterstützung, doch das Aufspüren des Flüchtlingskonvois ist unsere Aufgabe. Sie entkommen dem Imperium nicht nochmal. Wahrscheinlich der abgeschiedenste Handelsposten in diesem Sektor. Es ist nur ein Anlaufpunkt für Diebe und Piraten. Wenn sich die Flüchtlinge hier verstecken, sind sie sicherlich nicht so unschuldig, wie sie behaupten. Schiffe in Position. Blockade formiert sich. Unsere Nachhut ist zumindest gesichert. Interessant. Heute sind eine Menge Frachter unterwegs. Also könnte sich unser Konvoi unter ihnen verstecken. Genau. An alle Frachtschiffe, hier ist Captain Lyndon James vom Galaktischen Imperium. Bereithalten für sofortige Inspektion. Und hier ist der Stationsleiter von Foster Haven. Hören Sie auf, meine Kunden zu belästigen. Wenn Sie kooperieren, wird Ihnen nichts geschehen. Weitermachen, Pilot. Kein Problem. Prüfe deinen Frontalsensor. Er erkennt potenzielle Ziele. Pilot, inspiziere zuerst dieses Schiff.
Wir waren dem Imperium immer treu ergeben. Seht ihr? Treu ergeben, ich schwöre. Keine Anzeichen für Herkunft aus Alderaan. Weitersuchen. Pilot, überprüfe diese Schiffe und stelle fest, ob die Flüchtlinge hier sind. Gut. Prüfe jetzt das nächste. Ich zahle jeden Preis. Beschlagnahme nur das Schiff nicht. Kein Teil des Konvois. Überprüfe ein anderes Schiff. Also beschlagnahmt ihr mein Schiff nicht? Da. Ein Schiff versucht zu fliehen. Vor einer einfachen Inspektion. Wir sollten ihnen ein paar Manieren beibringen. An alle. Waffensysteme hochfahren. Pilot, erfasse es mit den Sensoren und feuere eine kurze Salve, um es zu beschädigen. Dann sieh nach, ob sie die Flüchtlinge verstecken. Halte das Schiff da auf. Schon gut, dann scannt uns, aber stell das Feuer ein. Keine Flüchtlinge, Sir. Nur geschmuggelte Waffen und eine Ladung Gewürze. Die Flotte kümmert sich um diese Schmuggler. Wir fliegen zur Station. Meine Kunden sind legitime Händler. Ihr habt kein Recht dazu. Captain, die Stationsverteidigung hat sich gerade aktiviert. Helix-Staffel zerstört die Geschütze. Unter Beschuss können wir nicht suchen. Hier draußen schießt niemand, ohne mit Gegenbeschuss zu rechnen. Sogar das Imperium sollte das wissen. Wir haben Feindaktivität. Wir erleiden Verluste. Rebellische X-Flügel auf dem Radar. Vertreibt diese Imperialen von meiner Station! Sie schützen den Konvoi. Verteidigt euch, falls notwendig. Ich suche nach den Flüchtlingen. Ja, sie haben mich erwischt! Die Hälfte der Rebellen ist vernichtet. Rebell erledigt. Schließe mich der Formation an.
hoffentlich wird geschossen. Ich schließe mich euch an. Unschuldige Flüchtlinge zu verletzen. Und wenn deren Schutz mich zu einem Rebellen macht, dann sei es so. Verdammt! Pilot, versuch die Abschaltung zu umgehen! Verdammt! Folge dem Verräter! Lieutenant Carol an die Vigilance. Captain Javes hilft der Rebellion. Senden Sie unverzüglich Unterstützung! Thank you.
verzweifelt. Versteht jemand, was er sagt? Sie arbeiten daran. Okay, Echo-Staffel, zu mir. Echo-Staffel, hier spricht Admiral Akbar. Echo-Anführer hier. Konnten Sie die Quelle des Notsignals ermitteln, Admiral? Hoffentlich. Du musst wahrscheinlich improvisieren. Halte deine Staffel gut in Schuss. Verstanden, Sir. Echo, bereit machen für Systemcheck. Geh auf Position, Staffel zu mir. Das nennt ihr also gemütlich. Starte Systemcheck. Ja. Zerstörer, brauchen wir Wendigkeit. Schnell und agil, verstanden. Waffen bereit! Nur ein abgeschossener Teil ist ein guter Teil. Überprüfe Schilde. Genau, eine Weile werden wir durchhalten müssen. Systemcheck fertig. Information. Information. Echo 2 bereit. Echo 5 bereit. Da sind wir wieder, Seite an Seite. Okay, Staffel. Wer wenig Raketen hat, sollte jetzt Nachschub besorgen. Munition gibt's doch beim U-Flügler. Du brauchst Raketen, Echo 4. Flieg zu dem U-Flügler und hole Nachschub. Alles gut? Gut. Das Notsignal von Foster Haven wurde bestätigt. Systemkonvoi bei Foster Haven steht einem imperialen Sternzerstörer gegenüber. Er bitte Hilfe. Also gut, dann mal los. Echo-Staffel abschließen und zum Treffpunkt begeben. Das musste ja passieren, wenn die Hälfte der Flotte nicht hier ist. So, Hyperantrieb. Ziemlich weit weg. Und der Feind versperrt uns den Weg. Echo-Staffel, leitet alle Energie in die Triebwerke, fliegt unter den Sternenzerstörer und wartet auf mein Signal. Ist zwar riskant, aber wenn wir nah an den Sternenzerstörer fliegen, sollten wir sicher auf die andere Seite kommen. Langsam. Jetzt zündet alle Schubdüsen! Pilotin, hilf mir, diese Jäger zurückzudrängen. Echo 4, der Quasar kommt später. Nimm die Thais ins Visier. Dann sollten wir die Thais loswerden. Raketen abfeuern! Ich wusste doch,
auch, warum ich dich mag. Verteidig den Konvoi, schnell! Sie sind überall! Dein Heck ist wieder sicher! Du hast mir das Leben gerettet! Hat noch jemand Raketen? Feuern Sie ab! Noch mehr Unschuldige von Alderaan im Namen der Sicherheit vernichtet. Sie haben dem Imperium also den Finger gezeigt? Kann man so sagen. Aber sie hat's gemacht. Das war die Hälfte. Weiter so. Information. Moment, ihre Großkampfschiffe für einen Angriff vorbereiten. Wir brauchen Unterstützung. Sicher, ich schicke die restliche Echo-Staffel mit allen verfügbaren Ressourcen. Nähern uns einem Sternenzerstörer. Schon wieder. Wir blicken direkt in die Geschütze. Keine Angst, unsere Flotte ist auf dem Weg. Tja, nicht schnell genug. Die Flotte ist in Position. Echo-Staffel sichert den Konvoi, während das Flaggschiff die Vigilance angreift. Überlass das uns! Moment. Das Imperium schickt einen Raider, um den Konvoi abzufangen. Wir müssen den Raider ausschalten. Pilotin, mir nach. Macht den Reichweite! Bereit machen! Ja.
Der Raider hat keine Schilde mehr. Sie versuchen, Schutz von den Großkampfschiffen zu erhalten. Das ist unsere Chance. Bringt es zu Ende. Wir zermürben sie. Weiter so. Ja, wir haben es fast geschafft. Der Raider ist Geschichte. Gute Arbeit. Echo, dieser Konvoi muss an eine sichere Position. Rüber auf die andere Seite des MC-80. Fregatte erledigt. Flüchtlingskonvoi, wir haben keine Zeit. Wir müssen euch hier rausbringen. Rebellenallianz, wir sind bereit für Lichtgeschwindigkeitssprung. Wartet, der Sternenzerstörer überwacht alle möglichen Vektoren. Sie können euch immer noch finden. Pilotin, es ist riskant. Doch wenn wir das Zielerfassungssystem der Vigilance zerstören, verliert das Imperium womöglich die Spur des Konvois. Ihr wollt zum fucking Sternenzerstörer sein? Hoffentlich kann eure Flotte die Schilde unten halten. Schlagt 4 zu, wir können die Zielerfassung der Vigilance zerstören. Bewegung, sonst seid ihr leichte Beute für die Vigilance. Gleich geschafft. Feuerfeuer. Geschafft. Zielerfassung der Vigilance ausgeschaltet. Alle Konvoi-Schiffe bereit machen für Lichtgeschwindigkeit. Echo-Staffel, ausschwärmen und Feinde nahe des Konvois ausschalten. Wir beide haben es geschafft. Und jetzt weg da. Pilot, was auch immer als nächstes kommt, du hast viele... Wir alle wählen unseren Pfad, hell oder dunkel, Freiheit oder Zerstörung. Das Imperium vernichtete Alderaan, um Furcht zu verbreiten und die Feuer der Rebellion zu löschen. Doch die heldenhaften Piloten der Rebellenallianz entschieden sich für den Kampf, um dem Imperium zu zeigen, dass wir keine Angst haben. Ihr Mut beendete Palpatines Herrschaft und ermöglichte die Gründung der neuen Republik. Obwohl es zersplitterte, lebt das Imperium weiter. In diesem Moment steuern imperiale Streitkräfte auf den Bormea-Sektor zu. Sie wollen unsere neue Republik zerschmettern, bevor wir Halt finden. Während ihr Imperium zerbricht, versuchen sie, ihre Macht zu wahren. Doch die Galaxis ist im Wandel und ihr könnt ein Teil davon sein. Mutige und verwegene Piloten können diesen Krieg beenden. Trefft eine Entscheidung, fliegt mit der neuen Republik, verändert unsere Galaxis zum Besseren. Staffel an Temperance. Hört ihr uns jetzt? Da war was mit der Langstreckenkommunikation. Ihr seid jetzt schon die dritte Patrouille mit Com-Blackouts. Kommt zurück, Gunny. Der Kommandant erwartet einen Bericht. Lausige Coms! Gehen uns stundenlang auf die Nerven. Jetzt kommen wir zu spät zum neuen Boss. Lust auf ein Rennen nach Hause, Frisk? Vielleicht schaffen wir es ja noch, bevor die Rede zu Ende ist. Keo,
Ich flieg nicht gegen dich. Ich habe meine Lektion schon nach den ersten 12 Mal gelernt. Sei ruhig, die Rede geht jetzt los. Ich bin kein Freund langer Reden. Also nur ganz kurz. Es ist mir eine Ehre, die Temperance und diese Flotte zu übernehmen. Ruf und Rechtschaffenheit der Vanguard-Staffel sind unübertroffen. Darum sind wir ab sofort einer Initiative mit dem Codenamen Projekt Starhawk zugeteilt. Starhawk? Dann waren die Gerüchte über ein Geheimprojekt also wahr. Was denkst du, ist es? Eine Art Waffe? Der Schlüssel zum Sieg. Wenn's den Krieg beendet, völlig egal. Mich kümmert's. Ich mag es zu wissen, für wen ich arbeite. Die guten Frisk, weißt du noch? Die einzigen in der Galaxis, die kein Kopfgeld auf dich ausgesetzt haben. Ah, Grace. Der Tag ist noch jung. Kommt schon. Zurück zur Temperance. Wir können den neuen Boss kennenlernen und alle anderen auch, die er so mitgebracht hat. Da bist du ja. Ardo hat mir bereits von dir berichtet. Ich bin Serelda Sage, Chefmechanikerin. Das Schiff hier, die Temperance, ist mein ganzer Stolz. Du wirst dich bestimmt sofort in die Action stürzen. Wo wir schon dabei sind, da ist der Rest deiner Staffel. Hey, Garni, ich hab hier deinen neuen Piloten. Geht schon mal vor, wir sehen uns drin. Willkommen in der Vanguard-Staffel. Ich bin Kyra Kuva, aber du kannst mich Garni nennen. Freut mich, dich im Team zu haben. Wir reden nach der Besprechung, okay? Du trittst einer der besten Staffeln der neuen Republik bei. Ich hoffe, du wirst unseren Ansprüchen gerecht. Du solltest ihnen in den Besprechungsraum folgen. Ich glaube, unser neuer Commander wartet dort auf dich. Ah, da bist du ja. Sehr gut. Ardo, unser neuer Vanguard 5. Der Pilot, der dir bei Foster Haven den Allerwertesten gerettet hat? Ardo Baradei, Flottenspionage, sehr erfreut. Du wurdest zur Belohnung nach Chandrilla versetzt. Eine Ehre. Sehr sicher. Aber gute Piloten müssen eben fliegen. Ich brauche Vertraute. Und du brauchst doch die Action, oder? Und an der mangelt es hier in keinster Weise. Gut. Einsatzbesprechung. Willkommen zurück an der Front, Vanguard 5. Nur jetzt! Der Commander wartet! Sicherlich hast du bereits bemerkt, dass das Imperium unsere Kommunikation im gesamten Sektor blockiert. Ich fürchte, dass dies der Vorbereitung einer Invasion dient. Vanguard-Staffel, ihr sollt euch aufteilen, um dieses Problem anzugehen. Frisk und Grace, bringt unsere neue Pilotin an die Grenze des Brenntalsystems. Die dortigen Späher haben sich zu lange nicht gemeldet. Findet heraus, was ihnen zugestoßen ist. Trefft dann die Staffel nahe dem Planeten Kavas. Garni und Keo, dorthin werdet ihr euch begeben. Wäre ich noch ein Imperialer, dann würde ich dort Störschiffe stationieren. So wie ich das Imperium kenne, unterbrechen sie mit den Störschiffen unsere Langstreckenkommunikation. Sie haben bestimmt eine Teilstaffel im Schlepptau. Vernichtet alle imperialen Staffeln und Störer. Die Kommunikation muss wieder funktionieren, sonst ist Projekt Starhawk in Gefahr. Sammelt euch und kehrt zurück zur Temperance, sobald eure Mission abgeschlossen ist. Legt euch ins Zeug, Vanguard-Staffel. Hast du Zeit? Hallo, Graysalia Vatara Sina. Du kannst mich einfach Grace nennen, wenn du möchtest. Sehr erfreut. Ich bin so lange bei der Vanguard-Staffel, dass Garni mich zur Stellvertreterin gemacht hat. Und sie vertraut echt nicht jedem. Insbesondere nicht Leuten aus imperialen Familien. Tja, jeder erfährt früher oder später davon. Ja, meine liebe Familie baut leider Tai-Jäger für das Imperium. Und es bereitet mir unheimlich viel Vergnügen, ihre Jäger zu zerstören. Ich hoffe, dir geht es genauso. Wir sehen uns.
Oh, hi. Ich bin Kyo Wensi. Willkommen in der Vanguard-Staffel. Wir werden gemeinsam großartige Dinge erreichen, glaub mir. Vanguard ist ein tolles Team. Ich bin früher mal Rennen gefahren, aber jetzt kämpfe ich gegen das Imperium. Das ist mein Aufstieg, was? In der Vanguard-Staffel helfen wir uns gegenseitig. Du fühlst dich bestimmt bald wie zu Hause. Ganz egal, was es mit diesem Projekt Starhawk auf sich hat. Ich bin mir sicher, dass uns die Commander davon erzählen, sobald die Zeit reif ist. Aber erst müssen wir die Späher finden. Dem Schlachtplan zufolge fliegen wir diese Mission nicht gemeinsam, aber früher oder später fliegen wir zusammen. Wir sehen uns draußen. Freut mich, dich kennenzulernen. Der Trupp nennt mich Frisk. Naja, außer Grace, die nennt mich bei meinem richtigen Namen, wenn sie wütend ist. Ich weiß, man trifft selten so gut aussehende Kerle wie mich an der Front der Rebellion. Der Neuen Republik oder wie auch immer wir uns jetzt nennen. Ich habe früher in der Warenakquise gearbeitet. Du weißt schon, nach Trophäen, Antiquitäten und ähnlichen Dingen gesucht, die Sammlerwert haben. Bis man dieses lästige Kopfgeld auf mich ausgesetzt hat. Woher hätte ich wissen sollen, dass das Gemälde eine Fälschung war? Oder dass dieser imperiale Gouverneur damit von Admiral Thrawn angeben wollte? Aber das ist das Tolle an der Rebellion. Es gibt immer Platz für einen guten Piloten. Kopfgeld hin oder her. Sag mal, spielst du vielleicht Sabak? Ich bin noch Anfänger und möchte üben, aber niemand hier will mit mir spielen. Wärst du für ein paar Runden zu haben? Natürlich würden wir um Credits spielen. Wie soll ich mich sonst verbessern, wenn nichts auf dem Spiel steht? Wir sollten uns vorerst auf den Kommunikationsausfall konzentrieren. Endlich können wir uns ein wenig besser kennenlernen. Wie gesagt, ich bin Garni. Bleib wachsam und mach keinen Ärger. Dann verstehen wir uns bestens. Es gab so einen Kommunikationsausfall kurz bevor das Imperium Mimban angegriffen hat. Damals habe ich viele Freunde verloren. Aber heute kann ich mit einem Blaster umgehen. Du fliegst heute mit Frisk und Grace. Sag ihnen ruhig mal Hallo. Der beste Rat, den ich dir geben kann, ist, bei deiner Staffel zu bleiben. Klingt simpel, aber manchen Hitzköpfen und Einzelkämpfern muss es trotzdem gesagt werden. Auf zu deinem Schiff. Steig einfach ins Cockpit, wenn du soweit bist. Eine Mission? Jetzt schon? Gut, warten liegt mir nicht. Ich habe hier einen X-Flügler für dich bereitstehen. Ein echtes Schmuckstück, wenn du... Entschuldige, der Druide wirft mir einen komischen Blick zu. Irgendwas führen diese kleinen Rostkübel doch immer im Schilde. Jedenfalls wollte ich dir sagen, dass du dich an mich wenden kannst, wenn du irgendwas für deinen Jäger brauchst, in Ordnung? Ich kümmere mich dann darum. Wir sollten deinen X-Flügler vor dem Flug einmal überprüfen. Steig ins Cockpit, wenn du bereit bist. Ah, der X-Flügler. Fundament der Rebellenallianz und unserer neuen Republik. Ein vielseitiges Schiff, das es mit jedem Jäger- und Großkampfschiff der imperialen Flotte aufnehmen kann. Energieverwaltungssysteme? Check. Also gut, ich installiere gerade deinen Astromech-Droiden. Pass gut auf ihn auf. Ruhe, du Blechdose! Wir müssen vor dem Flug noch eine Überprüfung durchführen. Radar? Läuft tadellos. Ausrüstungsdaten? Sehen gut aus. Kampfdisplay. Check. Primäre Waffensysteme. Geladen und bereit, heiß abzuschießen. Schub und Boost. Einsatzbereit. Rumpfstabilität. Könnte nicht besser sein. Alle Systeme.
getroffen, Vanguard 5. Du bist für den Start freigegeben. Viel Glück da draußen.
Vigilante muss die Unterstützung für die imperialen Störschiffe gewesen sein. Wenn wir das Wrack nach dem zuletzt bekannten Kurs scannen, könnte uns das zu den Störern führen. Das ist eine klasse Idee. Vanguard 5 scanne die Trümmer. Wir halten hier den Rücken frei. Das war's. Gut gemacht, Vanguard 5. Was haben wir denn da? Ihr Kurs führt sie zu den Koordinaten von Gunny und Kyo. Wenn wir schnell sind, schneiden wir dem Imperium den Weg ab, bevor sie unsere Freunde finden. Markiere Koordinaten. Hoffentlich wissen sie nicht, dass wir kommen. Gehen wir es an. Für alle gefallenen Scouts. Du fliegst voraus, Vanguard 5. Was auch immer uns erwartet, wir stehen zusammen. Frisk, bombardiere die Störschiffe! Sicher doch, Grace. Ich klopfe sie weich und ihr wollt sie nieder. Gute Arbeit, Leute. Das Imperium versucht jedoch wirklich, unser Gebiet zu überwinden.
Störschiffe auf dem Weg zu euren Koordinaten erledigt. Wie ist die Lage? Wir stehen unter schwerem Beschuss. Gar nicht, brauchen Verstärkung. Gani und Kyo sind in Schwierigkeiten. Wir müssen ihnen schnell helfen. Fliegt in Richtung Cabas. Los geht's, Vanguard 5. Schützt den letzten Störer. All diese Schiffe zu erledigen, wird kein Kinderspiel. Nicht, solange der Kreuzer Raketen hat. Wir halten Gegenmaßnahmen bereit. Wie sieht der Plan aus? Wenn wir die Störer zuerst ausschalten, können wir die Temperance um Verstärkung bitten. Deshalb hast du das Sagen, Gani. Vanguard 5, auf die Störer konzentrieren. Okay. Los geht's. Der Feind hat mich im Visier. Fertig.
Geschütze zerstört. Das war so nicht geplant, aber ich beschwere mich nicht. Das klingt schon fast beeindruckend. Pilot, was auch immer als nächstes kommt, du hast viele unschuldige Leben gerettet. Und mein eigenes. Letzter Störer, K.O. Temperance, hier spricht die Vanguard-Staffel. Mission erfolgreich. Mit Sicherheit, Vanguard. Die Kommunikation im Sektor wurde wiederhergestellt. Ich wusste, dass ihr gut zusammenarbeiten würdet. Ich bin stolz, so eine starke Staffel kommandieren zu dürfen. Zurück zur Temperance. Danke, Commander Javes. Wir werden die gute Arbeit in der Kantine feiern. Los, verschwinden wir von hier, Vanguard. So schnell wird sich das Imperium nicht wieder in unser Territorium wagen. Dank unserer neuen Pilotin. Ja, und dem Rest von uns. Das ist kein Wettrennen. Wir sind ein Team. Du hast recht, Garni. Aber trotzdem, echt gut geflogen. Wo wir gerade vom Fliegen reden, das erinnert mich an das Drachenlochrennen vor ein paar Jahren. Hast du dir das angesehen, Kyo? Na klar, hab das ganze Rennen im Holonet mitverfolgt. Ja, ich auch. War von Anfang bis Ende mit dabei. Aber ich weiß nicht mehr, wer gewonnen hat. Ich glaube, das war einer von den Ash-Zwillingen. Nein, warte. Dallin Vook. Ja, der war es. Mann, der hatte es damals echt drauf. Die einzige Person, die ihm das Wasser reichen könnte, ist Kyo. Ach, hör auf. Dallin Vook hat 9 Meisterschaftstitel. Ich habe gerade mal 5. So unterhaltsam das Thema auch ist, Commander Javes meinte, jemand Besonderes wartet auf uns im Besprechungsraum. Finden wir heraus, was als nächstes ansteht. Der Commander wartet. Kommandopersonal, die Geheimdienstberichte wurden aktualisiert. Überprüft eure Datenfelder. Und wo ist er jetzt? Ich dränge ihn mit der Talos-Gruppe von einem medizinischen Konvoi Richtung Yavin. Er steckt in Yavins Atmosphäre fest. Kein Hyperantrieb. Für die Talos-Gruppe allein sind zu viele Jäger vor Ort. Wäre gut für uns beide. Ah, ein Besucher. Wedge Antilles, Renegatenstaffel. Ihr seid wohl dafür verantwortlich, dass meine Kommunikation wieder funktioniert. Ich habe ein Problem mit einem Sternzerstörer, bei dem mir Vanguard möglicherweise helfen könnte. Wir brauchen einen Sternzerstörer für Projekt Starhawk. Intakt. Zeigen wir, was Vanguard kann. Wedge und bitte. Ihr habt das vermutlich alles schon mitbekommen. Die Talos-Gruppe hat den imperialen Sternzerstörer Victorum über den Planeten Yavin eingekesselt. Wir müssen ihnen helfen, ihn kampfunfähig zu machen und zu übernehmen. Wir müssen zunächst einmal die Geschütze ausschalten. Dann wird der Rest wesentlich einfacher. Wenn wir auch das Zielerfassungssystem zerstören können, verschafft uns das noch etwas mehr Zeit. Anschließend müssen wir den Sternzerstörer zum Entern klarmachen. Dafür müsst ihr eine potenzielle Schwachstelle im Rumpf der Victorum ausfindig machen, am besten in der Nähe der Brücke. Sobald ihr eine gute Stelle gefunden habt, bombardiert sie, bis der Rumpf durchbrochen ist. Wir können jedoch davon ausgehen, dass die Victorum noch immer einige Tai-Jäger im Hangar hat.
und die werden versuchen, uns aufzuhalten. Sobald alle Ziele ausgeschaltet wurden, kann die Enter-Mannschaft übernehmen. Während unsere Truppen die Brücke einnehmen, wird Vanguard die Außenseite beschützen, für den Fall, dass feindliche Verstärkung eintrifft. Sobald das Team die Brücke eingenommen und die Kontrolle über den Sternzerstörer erlangt hat, treffen wir uns mit der Temperance. Okay, das klang jetzt so, als ob das Stehlen eines Sternzerstörers eigentlich ganz einfach wäre. Hoffentlich habe ich recht. Entschuldige die übereilte Vorstellung. Die Talos-Gruppe verlässt sich darauf, dass ich so schnell wie möglich Verstärkung für sie organisiere. Dein Commander meint, dass du Talent hast. Genug, um einen Sternzerstörer zu stehlen. Normalerweise würde ich die Renegatenstaffel damit beauftragen, aber General Syndulla hat mich vorübergehend Projekt Starhawk zugeteilt. In der Zwischenzeit kümmern sich die Renegaten um eine andere vertrauliche Angelegenheit. General Syndulla hält uns ordentlich auf Trab. Euer Commander und ich haben etwas gemeinsam. Auch ich bin früher für das Imperium geflogen, in der Skystrike Akademie. Mich der Rebellion anzuschließen war die beste Entscheidung meines Lebens. Ich wünschte, mehr meiner Freunde hätten das mir gleich getan. Na gut, das war ein nettes Gespräch, aber die Talos-Gruppe wartet auf uns. Ein Sternzerstörer? Verlangst du ihn da nicht schon ein wenig zu viel abblinden? Vanguard wird damit klarkommen, oder etwa nicht? Außerdem braucht Projekt Starhawk den Sternenzerstörer für... Na, du weißt schon. Wedge hat sich in der Schlacht von Yavin einen Namen gemacht. Er kennt das System besser, als es das Imperium je kennen wird. Ihr kämpft in einem ehemaligen Gebiet der Rebellion. Wenn Wedge also einen Ratschlag hat, solltet ihr lieber die Ohren aufsperren. Denkt außerdem daran, dass auch ein verwundeter Krakana noch zubeißen kann. Seid vorsichtig in der Nähe des Sternenzerstörers. Brecht auf, so früh ihr könnt. Der Commander will, dass du diesmal einen X-Flügler fliegst. Ich habe ihn für dich mit Ionenraketen ausgestattet. Damit lassen sich feindliche Jäger sowie Subsysteme von Großkampfschiffen lahmlegen. Rakete
Gute Arbeit, Denker. Okay, meine Thanos-Anführerin sammeln. Wedge, wir hatten schwere Verluste. Wir benötigen Reparaturen. Danach sollten wir verschwinden. Verstanden, Thanos-Anführerin. Keine Sorge wegen der Imperialen. Wir halten sie auf Trab. Ihr wollt wirklich den Sternenzerstörer stehlen? Das ist der Plan. Thank you.
Flügler sind schon auf dem Weg. Wir bringen die Enter-Mannschaft sicher ans Ziel. Folgen wir zum Treffpunkt. Wir geben in Deckung. Vanguard, los jetzt! Hier
eskortiere die Thanos-Gruppe zu einem sicheren Zufluchtsort. Ausgezeichnete Arbeit. General Syndulla wird beeindruckt sein. Wedge enter. Spaß gemacht, als meine Bestzeit an der Todesmarschstrecke zu verbessern. Wir haben einen Sternzerstörer stehlen können und unseren Freunden geholfen. Und wir haben Yavin gesehen. Wir haben immer noch Verbündete auf dem vierten Mond, aber ich bin noch nie dort gewesen. Bei Yavin war eine Energie zu spüren, die ich so noch nie zuvor erlebt hatte. Irgendwie chaotisch und besänftigend zugleich. Das Imperium verdirbt die Energie jedes Planeten, den es in seine Klauen bekommt. Aber ich kann immer das Gute spüren, das darunter verborgen ist. Und dafür kämpfen wir. Für das Gute. Aber ich habe vorhin gesehen, wie Frisk Commander Javes genervt hat. So wie ich Frisk kenne, braucht der Commander bestimmt Hilfe. Das Imperium wird den Sternenzerstörer zurückhaben wollen. Aber na gut, sollen sie es ruhig versuchen. In meiner Heimat, als das Imperium in Mimban einfiel, haben wir einen gepanzerten Transporter mit Scoutläufern gestohlen. Als das Imperium nach ihnen gesucht hat, haben wir die Läufer einfach gegen sie eingesetzt. Das hättest du sehen sollen. Ich schätze, der Commander hat etwas Ähnliches mit dem Sternenzerstörer vor. Was sollte er denn sonst damit wollen? Wenigstens hat sich Wedge das richtige Team für die Aufgabe ausgesucht. Diese Faulenzer in der Alphabet-Staffel würden jetzt immer noch bei Yavin herumtrödeln. Genug geplaudert. Mal sehen, was der Commander als nächstes für uns geplant hat. Nicht jetzt, Frisk. Sobald der Sternenzerstörer sicher abgeliefert ist, kann ich dir antworten. Wohin denn? Wir haben unser Leben riskiert, um den Sternenzerstörer einzunehmen. Und jetzt sagst du nicht mal, wohin er gebracht wird? Nicht meine Sache. Außerdem setze ich etliche Leben aufs Spiel, wenn ich jetzt zu viel verrate. Und das nach allem, was wir für Projekt Starhawk getan haben. Hör zu. Ich kann dir nicht alles verraten. Lyndon, die Soldaten auf der Victorum haben uns gerade ein Grundgeld geschickt. Jetzt? Mist. Ruf Vanguard für eine Eilbesprechung. Ja, Mist. Gerade wo es spannend wurde. Es gibt einen Notfall. Der gestohlene Sternenzerstörer hat unerwartet den Hyperraum verlassen. Hinter feindlichen Linien. Unsere Truppen reparieren den Hyperantrieb bereits unter Hochdruck, aber ihr müsst ihnen etwas Zeit verschaffen. Eine imperiale Flotte nähert sich dem Sternenzerstörer Victorum. A-Flügler sollen die feindlichen Jäger abfangen. Der Rest der Vanguard-Staffel unterstützt und verteidigt. Ich kenne die imperialen Protokolle genau. Zweifellos wollen sie die Victorum mit Ionenwaffen lahmlegen, bevor sie sie mit Shuttles zurückerobern. Ihr müsst sie aufhalten. Die Victorum darf auf keinen Fall zurück in die Hände des Imperiums gelangen. Sobald der Sternenzerstörer wieder läuft, gebt ihr Deckung, damit er sicher in den Hyperraum springen kann. Ich schicke euch die Koordinaten, wenn es soweit ist. Das ist meine Schuld. Ich habe den Reparaturaufwand unterschätzt. Jetzt ist das ganze Projekt in Gefahr. Hyperantriebe fallen aus, Han. Das passiert. Wenn ich vorgeschlagen hätte, weitere Techniker nach Yavin zu schicken, wäre das nie passiert. Keine Sorge. Vanguard ist einsatzbereit. Sie sind rechtzeitig dort. Nicht wahr? Ich weiß. Aber ich werde trotzdem Hosnian Prime kontaktieren und weitere Ingenieure anfordern. Nur für den Fall. Bewegung, Pilotin. Ich erinnere mich an das erste Mal, als ich hinter feindlichen Linien festgesteckt habe, in der Schlacht von Mimban, im ersten Jahr der Klonkriege. Die Separatisten setzten ein Bataillon von B2-Droiden im Nenf-Flachland ein und schnitten uns von der 224. Klondivision ab. Ein Gewitter hat unsere Kommunikation blockiert, also habe ich mir einen Lufthüpfer geschnappt, um mich mit der 224 zu treffen und Verstärkung anzufordern.
Lief nicht so gut. Auf halbem Weg über das Flachland haben mich die Droiden vom Himmel geholt. Glaub mir, so eine geschmeidige Bruchlandung hast du noch nie gesehen. Naja, außer dass mein Arm im Wrack feststeckte. Dachte mir, bevor mich die Droiden erwischen, verabschiede ich mich lieber von einem Arm. Man braucht sowieso nur eine Hand, um einen Blaster abzufeuern. Ich bin also mit nur einem Arm und verdammt mieser Laune aus dem Flachland gekrochen. So ein Elend wie mich hatten die Klone noch nie gesehen. Aber sie flickten mich zusammen und halfen uns, die verdammten Droiden wieder vom Planeten zu vertreiben. Hätte ich nur gewusst, dass die Klone 3 Jahre später durch Sturmtruppen ersetzt werden würden. Jedenfalls sollten wir zurück zum Hangar gehen. Die Victorum braucht uns.